Wir haben heute einige nice Sachen auf der Liste und ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal ganz gediegen an. Ganz gediegen fangen wir jetzt erstmal an. Und zwar fangen wir jetzt mit einer Runde. Sieht man das an? Let's go. Wir sind in einer Gewaltigkeit unterwegs, die jeder Beschreibung spottet. Wie oft gibt es eigentlich verschiedene Witze mit Held der Steine und einer Penislänge? Ist das nicht langsam irgendwie over? Das ist das mächtigste Teil, was es überhaupt gibt. Aber es macht Spaß. Yo Leute, schickt mir in Zukunft gerne Clips über Instagram, Links in der Beschreibung. Und ansonsten viel Spaß beim Video, gehen wir rein ins Intro. Kuss, kuss, kuss. Einen wunderschönen guten After. Sieht man das? Ja, wunderschönen guten After. Ibi, rein in Olga. Führst du nicht auf den Pausenhof. Oh, die ist gut. Boah, die ist gut. Unglaublich. Der Bri hat mal wieder ein Näschen gezogen. So gut wie damals. Ich wusste nicht, dass es noch im Handel ist. Entschuldigung, was hören Sie denn, um sich zu motivieren? Bitte? Was Sie als Motivation hören? Ach so, für meine Motivation höre ich Bling Bling von 24 Tim. Fresh Nails ist mein Ding, Ding. Ich bin nicht ein Bro. Ach, ich kann nichts dazu sagen. Ey, kann ich mal bitte diese Musik, wie geht diese Musik aus? Da sind noch andere Knopfen, Leute. Da sind noch andere Knopfen, Leute. Geht diese Musik aus, ja, Salami. Wie geht diese Musik aus, ja, Salami? Alkoholkrank, bisschen schwierige soziale Situation, mit 13 erster Vollrausch. Mein Lebenslauf. Mit 23 schon zwei Kinder in die Welt gesetzt, Beziehung kaputt, mit 33 Job kaputt, mit 43 Wohnung kaputt, mit 53 tot. Junge, 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 Junge. Ja, 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 ja. Ja. Was bin ich sehend? Was bin ich sehend? Kann ich mich jetzt auf diesem Wege bitte löschen? Lieber Livestream-Chat, Digga, ihr müsst euch das so vorstellen, Bruder. Das, was ihr drückt, Digga, drückt René das Doppelte, Digga. Der ist frei, Bruder, der ist massig, Digga, weil er hat 10 Jahre auf dem Bau gearbeitet, Digga. Ja, der war im Malerbetrieb, Bruder, und wenn's bei mir nicht mehr läuft, Digga, den wert jede Firma, Digga. Mit Kusshand nehmen. Jede Firma wird den mit Kusshand nehmen, Digga. So ein Ding. Und was gibt's jetzt zum Nachtisch? Was Süßes. Mich vielleicht? Ja. Du weißt etwa nicht, ob ich süß bin. Oh nein, ist das neue Video von InScope und seiner Freundin? Oh nee, ich kann diese Knutschvideos einfach nicht mehr sehen. Ich kann diese Videos nicht mehr sehen. Gespritzt hat, ich guck mal, wie du aussiehst, wie meine Katze. Was hast du gesagt? Deinen Hund, seine Schulter massiert. Ich hab. Halt deine dahinten. Geh mal abnehmen. Was, meine Augenbrauen? Leck meinen Schuh. Haare fettiger als Bacon, hallo, Labertema, so ein Bretter. Für wen hältst du dich? Hallo, für wen hältst du dich hier? Was, du Bretter? Für wen hältst du dich? Andere haben fettige Haare, sie hat Bacon in den Haaren, Alter. Was bist du frech? Was bist du frech? Was bist du frech? Und auch deine Maske nur bis zu deinen Lippen, Oberlippe trägst, weil du noch Essensreste. Wie kann es eigentlich sein, dass Frankfurt in Deutschland existiert und das ist die Jugend in Frankfurt. Wie kann das eigentlich sein? Das ist wirklich andere Welt. Das habe ich noch nie irgendwo gesehen, außer Frankfurt. Bruder, Frankfurt ist einfach anders. Diese Kinder in Frankfurt, die sind anders, Alter. Zwischen den Zähnen anders. Ich schwöre auf Tod, meine Mutter, nein, was bist du frech? Meine 14 Kinder haben folgende Namen. Ulrike? Oh nein, bitte sag nicht, dass die 14 Kinder jetzt diese ganz besonderen Namen haben. Wie willst du später mal deine Kinder nennen? Ulrike, okay. Barbara. Chris Frank. Maya. Tore. Bisher geht's noch alles, Tore ist ein cooler Name, ich mag nordische Namen. Samantha. Rambo Ramon Rainer. Rambo, was? Okay, jetzt wird's auf einmal wild. Rambo Ramon Rainer. Okay. Angel. Dwight, okay. Irgendwo... Ihr merkt, wo es sich plötzlich geändert hat. Am Anfang hatten die noch deutsche Namen. Folgende Namen. Ulrike. Ulrike, klar, kennt man aus Deutschland. Eigentlich Namen aus der älteren Generation, aber na gut. Alte Namen sind ja auch wieder in Mode, ne? Nennst dein Kind Ulrike, nennst dein Kind Peter. Okay.
ungewöhnlich, aber jetzt nichts super Seltsames. Barbara, klassischer deutscher Name, aber auch eher ältere Generation. Chris Frank, da fängt es schon komisch an. Auf einmal so ein Doppelname, Chris Frank. Wie kommst du auf Chris Frank? Wie kommst du darauf, Chris Frank? Was ist da los gewesen? Aber okay, ist okay. Maya, ganz klassischer Name, kenne ich viele. Tore, kenne ich auch viele, gerade jetzt die, das ist gerade so ein Trendname gewesen, als ich im Kindergarten noch gearbeitet habe, so ungefähr so vor 10 Jahren, vor so 8 Jahren hießen viele Kinder Tore, Lasse, da waren diese nordischen Namen so im Trend. Samantha, da frage ich mich, ob die so viel Teddy Comedy geguckt hat, aber okay. Rambo Ramon Rainer. Und dann kommt auf einmal das, so. Dann stelle ich mir die Frage, sind das vielleicht verschiedene Männer im Spiel gewesen, die auch Mitspracherecht hatten? Und der erste Mann war eher so, ja, lass uns so alte deutsche Namen nehmen. Und der zweite dachte sich so, ich hasse dieses Kind, lass uns das Leben zur Hölle machen. Wie wäre es, wenn wir das Kind einfach Rambo Ramon Rainer nennen? Angel, okay. Dwight. Okay, auf einmal amerikanische Film. Xena, Dwight. Gandalf Merlin. Hat sie gerade gesagt Gandalf Merlin? Xena Dwight? Gandalf oder Gandalf? Gandalf Merlin? Okay, von Ulrike zu Gandalf Merlin, das ist eine gute Entwicklung. Ich muss jetzt mal googeln, ob ich ihn finde, den Jungen. Gandalf Merlin? Wieso kommt bei Gandalf Merlin einfach Gandalf? Oh, Gandalf Merlin, hat der Facebook? Was? Okay, nach Gandalf Merlin. Jetzt wird es einfach nur noch ausgedacht. Gandalf Merlin? Ja. Odin Jens Junior? Wie kannst du den nordischen Gott Odin zusammen mit Junior in einen Namen packen? Odin Jens Junior. Ich kann nicht mehr, Alter. Ich kann nicht mehr. Odin Jens Junior. Okay, es wird ganz wild. Dragon Dinoso Degen. Dragon Dinoso Degen? Was? Ich dachte, das kann nicht mehr schlimmer werden. Und zum Schluss Hayo Donovan Benvenuto. Hayo Donovan Benvenuto. Digga, das ist ja krank. Die Sache ist, wenn du 14 Kinder hast, warum nimmst du nicht einfach einen Namen? Weil du musst ja 14 Namen rufen. Stell dir vor, du rufst die alles im Essen. Donso, Diego, Degen. Das hast nur ein Kind gerufen. Ich weiß schon wieder nicht, wie die anderen heißen. Gandalf Merlin. Was ist da los? Das weiß ich nicht, ob das alles so echt ist oder ob das ausgedacht ist. Also das kann ich mir fast nicht vorstellen. Also ich weiß nicht, was da gesmoked wurde. Das ist aber eine ganz, ganz andere Nummer. Ich habe heute Nachricht, da habe ich erst überlegt, auch, ob ich überhaupt hingehe. Revi hat mir das geschickt und, Bruder, das ist menschlich schon sehr enttäuschend, ne? Sagt ehrlich. Moin, Revi, Max hier. Könntest du Knossi eventuell sagen, dass ich ein Ticket kaufen müsste, weil ich nicht auf die Gästeliste packen kann? Weil die Leute in meinem erst nur zum Entertainment und Faxen machen da und Content erschnurre. Ja, ich selber sage es auch. Also er versucht sich ja überall hochzuziehen. Wäre super, wenn ihn das irgendwie schonend erklären könntest. Danke dir. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich überhaupt noch hingehen soll. Stimmt überhaupt nicht, Knossi. Du hast 4 Minuten später hast du von Revi die Auflösung bekommen, oder 2 Minuten später. Und du hast zu Revi instant geschrieben. Ja, es ist Verarsche. Und jetzt nach so... Knossi! Da wurde es erwischt. Trimac ruft an. Ey, Max, ich muss da nicht hinkommen, ne? Ist schon okay. Hat Revi schon aufgeklärt? Wie aufgeklärt? Ja, zu dem Zeitpunkt hat er ja schon aufgeklärt. Ah, Knossi, Revi hat 2 Minuten später schon aufgeklärt. Ach, Knossi. Wer hat mir gesagt, er hat alles schon aufgeklärt? Das bin ich in der Sprachnachricht. Revi hat jemanden gefunden, der ihn sag dir ganz ehrlich, es ist okay. Und hat allen Influencern Absagen erteilt. Was, dann, ich muss nicht kommen. Ja, okay, gut. Hattest du im allerersten Moment in der Sprachnachricht gedacht, dass es echt ist? Natürlich! Echt? Ja, er hat aufgeklärt, aber im ersten Moment dachte ich, okay, hä? Hab ich irgendwas getan? Du hast doch mich eingeladen, weißt du, was ich meine? Der hat teilweise richtig bösen Scheiß zu anderen Influencern geschrieben. In dem Sinne würde ich einfach mal locker flockig behaupten. Wieder schauen und reingehauen. Schauen und reingehauen.